Willkommen zurück bei Bayonetta 2 in Vikrit, die Stadt des Déjà-vu. In Vikrit im Klostergarten. Déjà-vu ist ja bekanntlich eine Erinnerung, die man glaubt, schon mal gekannt zu haben. Und ich weiß ja nicht, ob ihr Déjà-vus schon mal hattet. Ich hatte sie. Was war das denn? Ich hatte schon sehr, sehr oft Déjà-vus. Der Himmel über der Stadt leuchtet glutrot, hat etwa ein. Also etwa ein Feuer gegeben. Zuerst konnte ich nicht glauben, aber anscheinend bin ich an den gefürchtetsten Ort zurückgereist. 500 Jahre in die Vergangenheit. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum Bayonetta findet, dass das hier der gefürchtetste Ort ist. Ganz einfach, weil vor 500 Jahren das Mittelalter war. Und da war nun mal Hexenverfolgung up to date. Ja, und da hat die gute Bayonetta ja vielleicht mal ein bisschen Angst. Ist ja auch erlaubt und okay. Ne? Man muss ja nicht immer die ganz harte raushängen lassen. So, gut. Hier noch alles mitnehmen. Ihr könnt auch gerne mal eure Déjà-vus in die Kommentare schreiben. Also hier ist nochmal Tor zur Hölle, das machen wir erstmal nicht. Wir gehen mal schön weiter. Aber mir ist das echt schon fast schon zu oft passiert. Hier ist eine Krähe, da haben wir sie. Mir ist das fast schon zu oft passiert. Und wir bekommen Hilfe. Ach, wie schön, Seite an Seite kämpft man mit Verbündeten, das macht natürlich dann gleich viel mehr Spaß. Wenn man mit jemandem Gleichgesinnten kämpfen kann, das ist natürlich schön. Ach ja. Hattet ihr eigentlich schon mal auch so richtige seltsame Déjà-vus? Also nicht einfach so nach dem Motto, ja, ich habe halt gedacht, hier, das kann man das ja aufheben. Ach nee, ist nur eine Tanne. Nicht nur so nach dem Motto, ja, war halt schon ein bisschen seltsam, aber, ja. Ist halt so, ne? Oder hattet ihr schon mal sowas richtig Stranges, wo es echt doch gar nicht sein kann, dass ihr euch, dass es euch schon mal passiert ist, ihr aber trotzdem euch richtig sicher seid, dass ihr es schon mal gemacht habt. Also mir ist auch sowas schon mal, ist auch schon oft passiert, aber sowas merkt man sich einfach gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht wiedergeben, was mir da schon so widerfahren wäre. Zumindest für meinen Teil. So, dann packen wir hier mal unsere Stripstangen aus. Die ist nur leider bei der ersten Benutzung kaputt. Das ist etwas schade. Aber sonst. Alright. So. Ich bin mir sicher, die meisten haben es schon an der Anzahl der Leben gemerkt oder so. Ich nehme diesen Part hier nach dem Finale auf. Das werdet ihr aber chronologisch eh nicht merken. Also ich lade, weil ich die Folgen halt in der richtigen Reihenfolge hochlade. Liegt daran, dass diese Folge im Original einfach zu groß war. Und keine Ahnung, dass dann anscheinend irgendwie mein Browser abgekackt oder so. Auf jeden Fall, nee, eher Handbrake, also zum Rendern, ne? Und deswegen konnte das halt nicht hochgeladen werden. Und ja, eigentlich sollte die
Folge heute 16 Uhr kommen und ich nehme die Folge 16.05 Uhr auf, also pünktlich wie immer. Also schaffe ich es nicht mal mehr, sie auf 19 Uhr hochzuladen. Ja, da wird es halt morgen dann eher, ne? Ist ja aber auch nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht tragisch, weil wir nicht bis zum Smash Bros. Fertig werden. Mit Bayonetta, dann geht es halt immer noch ein bisschen länger, ne? Das ist ja jetzt nicht schlimm oder so. Zumindest für mich ganz und gar nicht. Für wen das schlimm ist, oder das heißt für wen das schlimm ist, warum sollte das für jemanden schlimm sein? Bayonetta ist ja auch ein tolles Spiel, ne? Ich wollte eigentlich schon morgen, glaube ich, also am Mittwoch extra 3 Folgen machen, obwohl Mittwoch eigentlich immer... Oder war das Donnerstag? Ich bin echt verwirrt. Das sieht man schon. Mir tut es auch echt leid, dass Twilight Princess dafür kürzer kommt. Aber gerade mit diesem gesamten blöden Ziegel sammeln, also ihr wisst ja, diese Lichtplanter, da macht mir das teilweise auch wirklich so richtig nicht mehr ganz so viel Spaß. Um es jetzt echt mal auf den Punkt zu bringen. Also ich finde, dieses Ziegel sammeln ist echt... Ah, da komme ich noch gar nicht hoch. Ah, ist echt richtig krass langweilig. Oh. Ja. Deswegen habe ich da im Moment nicht so die Motivation. Ja, aber, ne, sobald ich mal wieder, jetzt geht er schon raus aus der Lava. Meine Fresse. Sobald ich mal wieder ein bisschen Motivation habe, Twilight Princess zu spielen, das ist ja auch ein richtig geiles Game. Nur eben leider, ja, teilweise langweilig. Gerade mit dem Lichtziegel sammeln, aber gerade, ich bin gerade bei der Erkundung von Kakariko und das macht dann schon Spaß. So, jetzt machen wir nochmal weg. So, der blöden bösen Drache. Komm hoch, Bayonetta. Ist der das teilweise schon etwas krass, der Drache. Joa. Nochmal aufladen. Einen gezielten Schuss. Voll in die Birne. Na, nicht ganz. Jetzt aber. Komm schon, voll in die Birne. Boah. Dann ja noch ein paar Gigatonnen. Noch ein paar Gigatonnen. Oh, da kommen schon die nächsten. Oh. Das ist echt. Das Herr der Engel eilt zur Turmuhr, dem Wahrzeichen der Umreichsen. Fast haben sie schon das Herzstück unserer Verteidigung erreicht. Wir sollten uns also wohl besser beeilen. Keine Zeit für Spiränzchen. Einfach mal so aus dem Hinterhalt. Was soll denn das? Was wollt ihr euch ein? Ihr bösen, bösen Monster hier. Das ist ja mal echt überhaupt nicht schön. Das ist richtig ungezogen. Wir wollen die auch einfach eiskalt unsere Turmuhr kaputt machen. Das kann man ja gar nicht leiden. Ba, 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 ba. Komm schon, ich will eine Waffe von denen. Ja. Aber immer ein Platin. So, hier muss man sich wieder, hier muss man draufschlagen. Und dann öffnet sich das. Was haben wir hier noch? Eine kleine Mandrogenwurzel. Okay. Oh. Boah, die Sequenz ist auch schon cool gemacht, ne? Und da raste das Ding wieder ein bisschen. Komm schon, noch einer da. Oh oh. Boah, wisst ihr, wie knapp das war? Ich glaube, ihr habt es alle gesehen. Jetzt schnell. Ah. Toll. Toll. Was hätte ich denn da machen sollen? Egal. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Wir sind das Spielränzchen. Wir müssen weiter. Schnell durch die Tür. Komm schon, geh auf. Oh, okay. Weiter geht's. Unterirdische Grotte. Und wir haben bekommen ein Buch. Natürlich erwartet uns hier ein Kampf. Ist doch logisch. Aber niemand kommt unten geschwungen. Boah. Nochmal den großen Falken. Zum Vorschein den Ostfalke. Der Ostfalke. Ist er nach Osten geflogen? Ich weiß gar nicht. So. Und hier noch ein bisschen. Oh, noch einer.
zack. Kamera dreht sich immer so. Wow, blöd. Kommt schon, wir sammeln erstmal die Ringe ein. Wir können auch mal wieder unsere Füße nehmen. Die sind nämlich nicht nur Anschauung, sondern auch richtig einsetzbar. Oh, schon cool, die Füße. Wie cool. Okay, weiter geht's. Eine Silbermedaille, das ist doch schön. So. Willst du über Wasser laufen, beweise deinen Mut und weiche den Blitzen um Haaresbreite aus. Ja, dann heben wir die mal hoch. So, und jetzt sind wir uns in der Hexen. Seitdem können hier bequem über das Wasser laufen, das ist ja auch mal richtig ewig gemacht. Das ist ja mal richtig ewig gemacht. Und die Viecher, die hasse ich. Weil davon ist eins Feuer und eins Elektro, die sind so dämlich. Ich hasse euch, ihr kleine dummen Viecher. Dann machen wir halt jetzt das. Hauptsache irgendwie den Klimax ausnutzen. Bam. Oh oh. So, dann nehmen wir die. Oh oh oh. Also richtig einfach. Oh, ich sehe gerade der Müll gechockt. Wow. Shit, er läuft. Oh oh. Also ihr müsst echt aufpassen. Ich bin auch gerade echt konzentriert. Mal wieder die Füße nehmen. Die finde ich echt cool. Die machen zwar nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl, aber cool sind sie alle mal. Jetzt komm, ey. Das ist echt traurig. Du bist doch schon fast tot. Boah. Ja, also weniger Schaden? Nö, machen wir doch nicht. Und das war ja auch mal wieder ein cooler Endscreenshot. Hier noch ein bisschen Heilung. Und dann dürfen wir in den nächsten Bereich. So, war jetzt hier nicht noch eine Tür? Ja, war. Mit einer schönen Truhe. Und einem Schmetterling und jede Menge Heilung. Cool. Ja, dann heilen wir uns mal voll hier, ne? So. Lass uns durch. Wir wollen doch nur dahin. Ich find's cool, wie einfach jeder so eine Katzen-Panther-Löwen-Verwandlung drauf hat. Das ist schon cool. Boah, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Na, dann kämpfen wir halt, ey. Ja, aber so richtig viel Chancen haben wir dagegen doch eh nicht, oder? Ja, dann machen wir mal den Klimax an und dann wird das schon. Zack, zack, zack. So, komm, du. Und es lässt uns durch. Mit immer einer Platin-Medaille. Also das kann sich auch sehen lassen. Wir werden immer besser. Ja, hier müssen wir wieder durchrennen. Ah, hier ist erstmal noch eine Tour. Mit einem grünen Kreuzlutscher. Und das hat wieder schön geklappt. Jetzt können wir schnell hier drüber rennen. Oh. Oh. Moment, war da eine Krähe. Ja, ich glaube, da war. Ist nicht so schlimm. Und wie hier eigentlich noch irgendwas? Weil das sieht auch so. Sonder. Ja, da haben wir noch einen Stein. Man findet halt eben nie alles. Mit. Was ist das denn? Midas Testament. Nicht Midnas, sondern Midas. Ach ja, Midnas. Mit der werde ich mich wohl heute Abend beschäftigen. So. Jetzt schnell weiter. Nicht beeindrucken lassen. Ah, wir müssen uns beeindrucken lassen. Okay. Dann machen wir die Hand hier kaputt, ne? So, wow. Jetzt kommt seine linke Hand. Oder? Aber auf
Gut, Schaden haben wir auf jeden Fall gemacht, ne? Oh, der kann sich immer nur so cool leckartig bewegen, wow. Okay, ich verstehe seine Fehler. Aber das nützt ihm rein gar nichts leider. Oh. Oh. Achso, ich muss an. Ja. Darf ich durch? Danke. Was? Was war das gerade? Ernsthaft. So, ich glaube, hier ist der Panda von Nachteil. Wenn er genau springen muss. Auch wenn das ewig dauert. Fällt das hier zusammen? Ach, egal. Wir haben es geschafft. Egal. Und die Viecher schon wieder, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. Oh je. Oh je. Wie ich sie hasse. Ah, gemeine Tier. Wow. Wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nee, ich bin eben hier wieder und die Schuhe. Die Schuhe, die waren gegen die immer ganz cool. Aber jetzt kommen die hier. Man kann es auch so ein bisschen aufladen. Und dann kann man den so in die Luft ziehen und dann wieder hochnehmen. Das ist ganz cool gemacht. Jetzt machen wir so richtig dicke. Richtig dicke Schläuche. So würde ich auch noch. Natürlich, wir wollen ja hier keinen benachteiligen. So. Ach komm schon. Du willst es doch auch. Noch ein Horn des Einhorns. Kann man es eigentlich überspringen? Nö. ist auch egal, ne? So, immer eine Silbermedaille gab es ja. Bei denen bin ich nie gut. Bei diesen leider so. Bei diesen Gegnern bin ich nie gut. Okay. Jo. Läuft bei uns. So, dann hier wieder die Tür öffnen, bitte. Einmal. Wir werden doch beide so instinktiv mit unserem kleinen Monster Jaguar aktivieren. Da muss man aufpassen, dass der Kram sich doch verbrüht, nicht so hoch wird. Oh Mann. Große, schwere Tür. Das kann nur Böses heißen. Oh, Konferenzraum. Haben wir den nicht eigentlich besiegt? Ja, ich denke eigentlich ist das richtige Wort. Oh, den können wir auch hochheben, ist ja richtig krass. Ja, funktioniert nicht immer. Aber das Coole an den Dingen ist halt echt so die Ultra-Reichweite. Das ist cool. Und die machen richtig wenig Schaden. Ich denke, wir sollten doch eher hier auf unseren schönen Schwachern bleiben. So, hören wir wieder mal aufladen, ne? Wenn er gerade mal, wenn sich gerade mal anbietet. Und bestrafen kann man, ne? Mhm. Das hat jetzt nicht so viel abgezogen. Dann machen wir mal Pfeile weiter. Oh! Ich glaube, Bayonetta ist echt am besten so ein guter Mix aus allem. Aus allen Waffen so. Also hier so diesen Fußhammer mal noch. Dann Schwerter, Bogen, wenn er mal wieder weit weg ist. So dass der Gegner laufen muss und man selber immer schießen kann. Und man dann keine Zeit damit verschwenden muss, hier rumzulaufen. Jetzt ist er wieder weit weg.
Und jetzt könnten wir auch einfach hinlaufen, das würde aber zu viel Zeit in Anspruch nehmen, deswegen lassen wir ihn da laufen und schießen selber mit dem Bogen. Das ist doch irgendwie clever, ne? Richtig krass, ne? Voll die krasse Taktik. So, jetzt hier für den Mondschein. Eine Silbermedaille. Schön. Und damit haben wir dieses Kapitel auch geschafft. Vigrid, Stadt des Déjà-vus. Danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Part, der schon abgedreht ist, deswegen ist das Ganze etwas komisch, aber egal, gibt es dann den aktuellen Rekord überschreiben? Nö. Wir waren zwar kürzer in der Zeit, aber ja, wir sind öfter gestorben. Gibt es dann die Hexenjagd? Bis dahin und ciao.